Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mich gemeldet bei Herrn Nölke. Es wäre ja wirklich schön, wenn das alles nicht stimmen würde und wenn das alles nur Medienmache wäre. Es wäre wirklich schön, wenn der Amazonas gerade nicht brennen würde oder wenn die Gletscher nicht schmelzen würden. Ich finde sogar, Klimawende ist definitiv zu harmlos. Ich finde auch Krise zu harmlos, weil es nämlich so davon ausgeht, es gibt ein Auf und auch wieder ein Ab und eine Konjunktur. Wenn es darum geht, beim Klima, dann spricht man tatsächlich von der Klimakatastrophe und da sollten Sie vielleicht tatsächlich sich einfach mal auf wissenschaftliche Publikationen berufen. Und wenn Sie schon kritisieren, wie mit Wörtern, dass die eine Rolle in der Politik spielen, dann lesen Sie auch den Antrag, der vorliegt. Da steht nämlich nirgends Notstand. Da steht der Klimakrise entschieden begegnen und dann steht da nochmal Climate Emergency, aber es ist nicht von Notstandsmaßnahmen die Rede. Und damit komme ich auch zu dem zweiten Punkt, weil ich finde schon, dass, was mich ein bisschen in dieser Diskussion stört, das ist immer noch ein bisschen zu selbstzufrieden. Ich finde es gut, dass es diese gemeinsame Resolution gibt. Deswegen tragen wir die auch mit. Aber sie kann nur ein Anfang sein für eine tatsächliche Veränderung. Und da kann man nicht sagen, wir arbeiten schon an der Grünsatzung, sondern wir müssen tatsächlich eine Kehrtwende in ganz vielen Bereichen machen. Was öfters angesprochen wurde, die Liniennetzreform, das war kein Ausbau, das war für ganz viele ein Abbau, weil es darum ging, Geld einzusparen. Wir brauchen einen Ausbau des ÖPNV, wir brauchen die Fahrpreissenkung, Fahrradverkehr, wir brauchen den Ausbau. Alle sind uns einig. Aber wie viel ist einem das auch wert? Wenn dann immer noch Finanzvorbehalte an erster Stelle stehen, dann wird sich nichts ändern. Wir brauchen da wirklich ein radikales Umdenken, in welche Richtung es gehen wird. Jetzt wird immer groß die Energiewendecharta zitiert. Ich finde es wunderbar, dass die alle mitgetragen haben. Aber dann seien Sie auch so ehrlich zu sagen, was Sie daran nicht mitgetragen haben, nämlich eine klare Umsetzungsstrategie mit klaren Zielen, wie man diese Ziele auch erreicht. Und deswegen finde ich es gut, dass es diese Resolution gibt, aber nur, wenn sie ein Anfang ist. Und besonders wichtig wird sein, was in diesem Konzept steht, dass, wenn möglich, Anfang 2020, ich finde, um zu zeigen, dass es ernst gemeint ist, sollten Sie sich fest vornehmen, das noch 2019 zu zeigen, wenn da ganz klare jährliche Ziele drinstehen für die Sektoren. Daran wird sich's messen lassen und von daher auch nur alle, die dazu beigetragen haben, dass es überhaupt zu dieser Resolution kommt. Und es sind leider weniger die Leute, die hier in der Stadtverordnetenversammlung sind, sondern die ganzen Menschen draußen, die dieses Ultimatum gemacht haben, die permanent auf die Straße gehen, die Veranstaltungen gemacht haben, die auch dafür gesorgt haben, dass nochmal nachgebessert wurde an der Resolution. Traut nicht irgendwelchen Versprechen, guckt, was gemacht wird und bleibt so lange dran, bis tatsächlich umgesetzt wird. Und ein letzter Punkt zu Herrn Kortmann. 30 Sekunden habe ich noch, oder? Das reicht, Klientelpolitik. Wir haben gerade über Straßenausbaubeiträge entschieden. Wir sind da in unserer Fraktion uneins, aber das ist eine Klientel von den Hausbesitzern. Wie man dazu steht, das ist eine andere Diskussion. Beim Klima kann man jetzt echt nicht sagen, was für eine Klientel ist es. Wer braucht denn kein sauberes Wasser? Wer braucht denn keine saubere Luft? Wer braucht denn nicht ein Klima, wo doch auch gerade ältere Menschen sind die Ersten, die umkippen, wenn das Wetter zu heiß steigt? Das hat man auch die ganzen Zahlen. Wer braucht denn nicht Gesundheit? Also das betrifft tatsächlich alle und es ist kein Klientelthema.